Also ging sie noch einmal über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Gute Ware feil, schöne Ware feil, kauft Leute gute Ware, schöne Ware. Ei, liebe Frau, sagte Schneewittchen, ich darf leider niemanden hereinlassen. Die sieben Zwerge haben es mir verboten. Dachte die Königin. Ach, ich habe aber einen schönen Kamm für dich, mein liebes Kind. Schau dir doch mal den schönen Kamm an. Da konnte Schneewittchen nicht widerstehen. Sie öffnete das Fenster, schaute hinaus und sie sah den schönen Kamm, der so golden glänzte und strahlte. Sie dachte, ansehen wird ja wohl noch erlaubt sein. Das haben die Zwerge nicht verboten. Und sie ließ die Königin in das Häuschen. Die Königin kämmte ihr das schöne Haar und stach den Kamm in das Haar. Und das Gift wirkte und Schneewittchen fiel ohne Besinnung zu Boden. Zum Glück wurde es bald Abend und die sieben Zwerge kamen wieder nach Hause. Natürlich sahen sie, was vorgefallen war. Sie sahen den Kamm, zogen ihn heraus und Schneewittchen schlug wieder die Augen auf und erzählte, was vorgefallen war. Da warnten sie es noch einmal, vorsichtig zu sein, Fenster und Türen geschlossen zu halten und niemanden ins Haus zu lassen. Indes ging die Königin wieder zu ihrem Spiegel und wieder befragte sie den Spiegel, wer die Schönste im Land sei. Und wieder antwortete der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr. Dachte die Königin, das darf doch nicht wahr sein. Dann hilft jetzt nur noch der vergiftete Apfel. Und sie holte einen vergifteten Apfel, verkleidete sich als Bäuerin und ging wieder über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Wieder sagte Schneewittchen, sie dürfe keinen hereinlassen. Doch als sie diesen wunderschönen Apfel sah, da konnte sie nicht länger widerstehen. Sie griff nach dem Apfel, biss hinein und fiel zu Boden. Die Königin ging zu ihrem Spiegel und diesmal antwortete der Spiegel, »Frau Königin!« Ihr seid die Schönste hier. Die Zwerge kamen nach Hause und sahen Schneewittchen da liegen. Und sie suchten sie ab. Sie wuschen sie mit Wasser und Wein, kämmten ihr die Haare. Aber es half alles nichts. Schneewittchen war tot und blieb tot. Die Zwerge waren sehr traurig und sie stellten einen wunderschönen Sarg aus Gold her. Einen durchsichtigen Sarg. Und legten Schneewittchen hinein. Und sie beweinten Schneewittchen. Jeder hielt Wache. Eines Tages kam ein Prinz dahergeritten. So, Achtung, Prinz. Du bist jetzt dran. Aha, und der Prinz auf seinem Pferd. Und er sah das schöne Schneewittchen in dem Sarg liegen. Und er bat die Zwerge, ihr lieben Zwerge, ich bitte euch, gebt mir dieses schöne Mädchen. Aber die Zwerge sagten, nein, unser Schneewittchen gehört uns, wir geben sie nicht her, nicht für alles Gold auf dieser Welt. Da bat der Prinz die Zwerge inständig, aber ich möchte nicht mehr leben, ohne das schöne Schneewittchen anzusehen. Und die Zwerge sagten, ach lieber Prinz, dein Herz ist zu groß und wir sehen, dass du das Mädchen so gerne hast, also nimm sie mit dir. Und gerade als der Prinz Schneewittchen mitnehmen wollte, mit dem Sarg, da fiel der Sarg auf den Boden und Schneewittchen begann zu husten und der Apfel löste sich aus dem Munde. Oh, ja, was ist geschehen? Ich hatte einen wunderschönen Apfel gegessen. Aber wo bin ich denn hier? Und wer seid ihr? Ich bin der Prinz und ich bitte dich, komm mit mir auf meines Vaters Schloss. Du bist so wunderschön und ich habe dich lieber als alles Gold auf dieser Welt. Ja, mein Prinz, von Herzen gern. Und der Prinz
nahm Schneewittchen mit auf sein Schloss. Die beiden feierten ein berauschendes Fest und auch alle Zwerge sind gekommen. Und sie schmausten und tanzten bis in die frühen Morgenstunden. Das war ein schönes Hochzeitsfest. Auch die böse Stiefmutter, die kam. Aber als die sah, wie schön und wie glücklich Schneewittchen aussah, da zersprang ihr böses Herz. Schneewittchen und der Prinz aber, die hatten ein wunderschönes, langes, glückliches und zufriedenes Leben. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, das war Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und ich freue mich, wenn ich euch dann vielleicht im Wälde mal wirklich sehe. Ich habe auch noch andere Märchen. Aschenputtel, Hänsel und Gretel, Frederik die Mäusegeschichte und viele, viele andere. Viele Grüße von hier.